Und damit grüß Gottli und herzlich willkommen zurück hier auf der Wutachtalbahn. Wir sind unterwegs mit unserem Dampfsonderzug in Richtung Fützen und ja, haben schon die erste schöne Verspätung eingefangen, weil ich mich jetzt hier verbremst habe am Bahnhof von Geisingen, Aufingen oder Auflingen, Entschuldigung. So, jawohl, und da kriegt man hier gleich, und das ist das, was mich im Train Simulator so ankotzt. Das fange ich gleich mal mit Kritik an. Hat nichts mit der Strecke an und für sich zu tun, sondern das kotzt mich an diesen Karriereszenarien sowas von an. Wir waren an allen drei Bahnhöfen jetzt pünktlich. Hier waren wir zu spät und zack, knallt er dir hier 400 Minuspunkte rein. Wir sollten jetzt schon am nächsten Bahnhof sein. Also diese Fahrpläne, guckt euch das mal an. Mit einem Dampfsonderzug. In so wenigen Minuten, das ist einfach nicht zu schaffen, meiner Meinung nach. Es ist einfach nicht zu schaffen. Aber gut, vielleicht kriegt man hier zumindest den grünen Haken, aber ich glaube nicht mal den kriegt man dann, wenn man. Das weiß ich nicht genau. So, aber egal. Wollen wir trotzdem unsere Fahrt genießen mit unserem Dampfsonderzug? Wir haben uns ja jetzt hier nicht drüben lassen. Unseren schönen Donnerbüchsen, die wir hier am Haken haben. Ja, ich habe euch ja letztens so ein bisschen erzählt, wo liegt der Unterschied zwischen der German Edition und die wir hier gerade spielen und der, na, wie heißt es gleich, also der German Edition und eben der Standard Edition. Und bei der German Edition ist halt diese wunderschöne Strecke dabei. Und das mit diesen Szenarien und Minuspunkten, das hat man ja leider bei einigen Strecken von DuckTales Games, da ist das leider nicht die einzigste, bei der das eben auftritt, dieses Problem mit den Minuspunkten. Aber gut, ich bin wahrscheinlich auch zu langsam gefahren. Ihr seht, wenn man den Richtungswender weiter zurücknimmt, umso schneller kann man hier fahren. So Sand, ach, der Sandstreuer war sogar noch ran. Okay. Und man muss sich wirklich dran gewöhnen. Ich sage es ja nochmal, ich fahre halt wirklich sehr, 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 sehr selten mit Dampflokomotive im Train Simulator. Ich fahre überwiegend ICE. Guckt ja mal die Videos durch, was ich da so für Züge fahre. Und das ist ja auch so Züge, die ihr sehen wollt. Ja, das sind ja alles Züge, die ihr sehen wollt. So 80 km/h dürfen wir ja maximal fahren. Und die Höchstgeschwindigkeit unserer Lok, die liegt ja bei maximal 70 Stundenkilometer. Je nach Ausführung, es gibt auch Modelle, die nur 60 fahren dürfen, während ich jetzt hier schon mal den Service einstelle. Eigentlich wieder zu spät, so wie es aussieht. Für den Bahnhof Geisingen, Leipferden. Nochmal Leipferdingen. Okay. Das ist ja echt ein bisschen komisch. Zweimal. Aber die richtig schönen Abschnitte an der Strecke, die kommen noch. So, jetzt kann ich dir nochmal die Bremse lösen. Jetzt hier zumindest einigermaßen vernünftig zu halten. Wir sind natürlich wieder viel zu, aber was heißt, bis zu spät sind wir ja nur auch wieder nicht. Okay, wir hätten etwas besser hier halten können. Ist aber schwierig an diesen zu kurzen Bahnsteig. Also ich kriege das. Ich weiß, es gibt unter euch Experten. Ja, mit ein bisschen Kunst hätte man den ganzen Zug hier oder zumindest alle Wagen am Bahnsteig zum Stehen gebracht. Sage ich hier fairerweise auch dazu. Ja. Aber okay. Gucken wir mal, ob wir vielleicht nochmal in den Pluspunktebereich reingehen können. Medaille können wir uns sicherlich abschminken. Da mache ich keinen Hehl drum. Es geht ja auch nicht nur um die Medaillen, aber es ist halt mit den Minuspunkten ja manchmal wirklich auch frustrierend. Hier, jetzt kriegen wir 800, 555 Minuspunkte, obwohl wir sehr, sehr wenig Verspätung haben. So, und jetzt sollten wir in einer Minute sind wir schon in Blumberg Rietischingen sein. Ah, sind so Sachen wie. So, lassen wir unseren Zug ausfahren. Da genießen wir einfach die Fahrt. Ich bin auch ab und zu am Überlegen, ob man gerade auf der Strecke hier mal vielleicht noch ein schnelles Spielszenario spielen können. Denn hier kommt ja ohnehin nicht so viel KI-Verkehr. Ich glaube, hier gibt es sogar gar keinen KI-Verkehr weiter. Strecke verläuft ja auch größtenteils eingleisig. Von daher hätten wir ja vielleicht hier, ja, vielleicht auch eben ein
schnelles Spielszenario spielen könnte, dann müssten wir jetzt hier nicht so hetzen, aber schaut euch die Minuspunkte an. Na gut, lachen wir einfach drüber. Regen wir uns nicht mehr drüber auf, so wie auch am Anfang für die Aufregung, sondern da lachen wir einfach nur noch drüber. Würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall besser damit. Wir fahren jetzt in das wunderschöne Blumenberg und ihr schaut euch mal diese schöne Landschaft an. Ja, und es gibt natürlich auch, habe ich letztens vergessen zu erwähnen, die Museumsbahn besitzt ja nicht nur diese drei Dampflokomotiven und natürlich besitzt diese Museumsbahn auch Diesellokomotiven, eine Diesellokomotive, denn es kann ja leider vorkommen, ich habe das selbst auch schon bei Dampfsonderfahrten erlebt, dass bei ungünstigen Wetterbedingungen, und das hat nichts mit Regen zu tun, sondern vor allem, wenn es zu trocken ist und lange nicht geregnet hat, dann gibt es, dann dürfen Dampfloks meistens auch nicht fahren, einfach wegen der Waldbrandgefahr. Gerade wenn hier die Bäume so nah links und rechts stehen, deswegen ist es oftmals schon vorgekommen, dass viele Sonderzüge, Dampfsonderzüge eben auch dann nicht mit Dampflok verkehrt sind, sondern eben dann notgedrungen mit einer alten Diesellok. In dem Fall wäre das dann hier eine Baureihe 212 der Deutschen Bahn, denn es gibt ja auch eine Reichsbahn 212 mit Diesellok, deswegen sage ich bewusst Deutsche Bahn. Ja. Die Baureihe 86, die wir hier fahren, diese schöne, niedliche Dampflok, die Lokomotive ist verkehrte im Ost- und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. In Westdeutschland war sie bis 1974 unterwegs, im Osten von Deutschland sogar bis 1989. Hat sie im Osten, ich glaube, das letzte Einsatzgebiet in Ostdeutschland, das war dann das Erzgebirge gewesen, zwischen Schlettau und Grottendorf. Und es gibt noch viele 13 Lokomotiven insgesamt, die erhalten geblieben sind, die deutschlandweit von verschiedenen Museumsbahnen halt aufgekauft wurden und teilweise auch fahrtüchtig gehalten werden. Das ist ja auch was Romantisches mit Dampfloks. Also es wäre auch so eine Idee, mir schwebt immer so ein bisschen der Gedanke im Kopf, könnt mir eure Meinung dazu mal schreiben, Thema Abonnenten treffen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich, soweit ich von euch weiß, kommt ja wirklich aus allen möglichen erdenklichen Ecken von Deutschland. Also ich weiß von Abonnenten sowohl von ganz ziemlich aus dem Norden als auch, dass es auch welche gibt, die teilweise sehr weit aus dem Süden kommen. Von daher müsste man das mal langfristig planen. Da kann man eben sowas mal machen, wie auch mal mit einer Schmalspurbahn beispielsweise mal eine Fahrt unternehmen oder sowas. Das sind also die Gedanken, weil eben so viele Eisenbahnfans ja hier auf dem Kanal den Weg einfach zu meinem Kanal gefunden haben. Der Kanal, der ja gar keine Ahnung hat vom Schwein-Simulator und ja, ich weiß, aber wir wollen heute nicht über Kritik reden, sondern muss ich tatsächlich noch beschleunigen, um das hier halbwegs pünktlich zu schaffen. Schaut euch mal diesen Bahnhof an, sobald wir hier zum Stehen gekommen sind. So, hier kriegen wir zum Beispiel den ganzen Zug ohne Probleme in die Markierung. Schön verwachsen, schaut euch das mal an. Jetzt habe ich noch zu doll auf die Bremse gegangen. Wir sind 3 Minuten aktuell verspätet. Ja, wir sammeln heute Minuspunkte. So wie damals hier zwischen, wo mir dann noch jemand in der Community geschrieben hat, Respekt, 6000 Minuspunkte, das schaffe ich nicht mal. Das habe ich mal bei Freiburg-Basel geschafft, bei meiner allerersten Fahrt. Ich weiß nicht, ob das Video noch online ist, aber schaut euch mal diesen alten, verfallenen Bahnhof hier an, alles verwachsen. Na gut, hier scheint aber jemand zu wohnen. Normalerweise sind ja dann immer Fenster, Türen und so vernagelt, wenn die Häuser leer stehen, weil es ja sonst immer so Experten gibt, die, ja, alles eben ausnutzen und da randalieren gehen und was weiß ich. Aber hier steht zumindest schon mal der ganze Zug am Bahnsteig. Ach, 900 Minuspunkte. Wofür? Also das ist ja kein Verhältnis mehr, wisst ihr. Das löst PTP beispielsweise besser, PTP 2. Du kriegst dann eben, egal wie spät du ankommst, maximal 25 Minuspunkte. Das ist eine pauschale Zahl. Ansonsten wird der halt gewertet. Aber genießen wir uns trotzdem dieses historischen Zuges. Und ich weiß, ich habe das ja auch sogar schon bei größeren Kanälen gesehen,
dass sie da auch Probleme haben, diese Karriere-Szenarien vernünftig abzuschließen. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich möchte einfach nur darauf hinweisen, ich bin da nicht der Einzige, der das nicht hinbekommt. Wir haben unser Zügler mal wieder auf die 70 km/h beschleunigen. Hier, wir sollten quasi jetzt in einer Minute, in einer halben Minute schon die 4 Kilometer geschafft haben bis Blumberg-Zollhaus. Endstation des Regionalverkehrs, von da aus verkehrt nur noch die Museumsbahn. Und ich denke mal, dass wir in Blumberg dann auch nochmal den Cut machen werden. Denn das gesamte Szenario soll um die 50 Minuten dauern. Und das ist dann schon lange, das ist auch schon relativ lange für zwei Parts. Und von daher wird es dann im letzten Teil dann von Blumberg nach Pfützen gehen. Das ist dann, glaube ich, auch einer der interessantesten Teile der Strecke. Aber ich kann mir das gut vorstellen, auch mal hier mit dem RS1 hier lang zu fahren, mit dem Regio Shuttle. Das macht hier bestimmt auch Spaß. Noch dazu sind ja auch hier Geschwindigkeiten von bis zu 80 erlaubt. Und daher, warum nicht? Na, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den grünen Haken kriegen. Ich glaube, damals habe ich den nicht bekommen. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir an einem Bahnhof gar nicht gehalten haben. Irgendwie das war da, glaube ich, ein bisschen das Problem. Sind aber auch wirklich sehr, sehr knappe Zeiten, meiner Meinung nach. Also ich möchte mal wissen, ich möchte mal das Testergebnis sehen. Ich meine, glaub, das Zurücksetzen, das war auch eine Minute zusätzlich, was wir da gebraucht haben. Aber wir waren doch schon vorher verspätet. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber allein, also das würde mich mal interessieren. Ich möchte mal von jemandem ein Ergebnis sehen. Oder irgendwie, ich weiß nicht, wie man das macht. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das erfolgreich abschließen konntet. Oder hier einen Bronzestern oder sogar einen goldenen Stern geholt habt. Da schreibt mir das mal, wie ihr das gemacht habt. Das würde mich wirklich ernsthaft mal interessieren. So, davon kommt sogar eine 30er-Zone bei der Einfahrt in den Bahnhof von Blumberg. So, hier kommt jetzt die Geschwindigkeitssenkung. Und dann die Geschwindigkeit gleich erstmal um 20 km/h reduzieren müssen. So ein bisschen da vielleicht an die Dampflok gewöhnen. Aber wir haben ja auch das ein oder andere Szenario. So, davon kommt nämlich gleich die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer und das Ganze noch vor der Einfahrt in den Bahnhof. So wie auch zur Zeit, dass die Videos so ein bisschen unregelmäßig kommen, dass ich zurzeit so nicht so die Tageszeiten einhalten kann. Weiß nicht, ich komme zurzeit irgendwie nicht wirklich so hinterher mit den ganzen Sachen. Zumindest bei dem Angebot, was ich euch eben halt, sagen wir mal, bieten möchte. Manchmal schwierig, gerade bei drei Eisenbahnsimulatoren muss da auch immer passen. Das Szenario finden, gucken, wie machst du das Ganze mit den Parts. So, jetzt müssen wir nämlich gleich nochmal runter mit der Geschwindigkeit. Schon bei 46. Gleichzeitig wieder 30. Ah, das könnte richtig gewesen sein. Und wir fahren ein in den Bahnhof Blumberg-Zollhaus. Und hier endet der Regionalverkehr. Aber sogar die Museumsbahn gehört sogar zu diesen Verkehrsverbünden dazu. Man kann also mit einer ganz normalen Verkehrsverbundkarte mit dieser Museumsbahn fahren, so habe ich das zumindest gelesen. So, und hier haben wir einen relativ langen Bahnsteig, wo wir halten können. Von welcher Seite halten wir denn? Ich glaube, links, so wie es aussieht. Und wo wir den Zug hier zum Stehen bringen. Es ist wesentlich einfacher an solchen langen Bahnsteigen, anstatt an solchen Kurzbahnsteigen, wie beispielsweise hier in Geisingen. So, wann sollen wir denn eigentlich am nächsten Bahnhof, am nächsten sollen wir dann um... Okay, wir müssen definitiv hier den Cut reinmachen. Das definitiv, auch wenn der nächste Part wahrscheinlich dann etwas länger dauern wird, als zunächst geplant.
Jo, liebe Leute, aber dann würde ich sagen, wir sind in Blumberg Zollhaus angekommen. Ich danke euch wieder für heute, fürs Zuschauen. Sorry, dass es heute ein bisschen kürzer wird, aber noch eine Fahrt, das lohnt sich einfach nicht. Und ich freue mich, wenn ihr am nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Felix, der Weise.